Wunderbar. Vielen Dank. Ich habe, also ganz ehrlich, ich habe fast ein bisschen weiche Knie, so sehr ihr da irgendwie die Latte, die Messlatte eben mal weiter nach oben und so. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Kommen beim guten Wetter. Offensichtlich scheint euch das Thema zu interessieren. Und wir beschäftigen uns ja mit der Frage, wie kommen Organisationen in Höchstleistung? Das ist das, was uns umtreibt. Ich habe mal irgendwann selber Maschinenbau studiert, habe mal irgendwann auch programmiert. Ich habe mit 16 irgendwie so eine Kiste zu Hause gehabt und wollte dann irgendwas damit anfangen. Und früher oder später bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mich selber immer wieder gefragt habe, warum machen diese Menschen so komische Sachen in diesen Organisationen? Warum versuchen wir denen Software zu geben und denen zu helfen, irgendwas besser zu machen? Und warum zur Hölle klappt das nicht? So oft. Und dann gerät man halt in so Themen wie Arbeitspsychologie und Soziologie, und beschäftigt sich mit so Phänomenen wie Macht und Führung. Und was ist denn überhaupt eine Organisation? Und was ist denn das, was eine Organisation zusammenhält? Also wie kann man die sich überhaupt erklären? Welche Phänomene kann man da verstehen? Und kann man die dann nutzen, um Sachen klüger zu machen? Und davon will ich ein wenig berichten. Und vielleicht noch vorausgeschickt, nichts von dem, was ich sage, ist wahr. Im Sinne von, ich weiß es, so ist es. Ist ja klar, das ist auch nur ein Modell unter vielen. Für uns aber eindeutig das Brauchbarste. Es ist also der kleinste Irrtum, den wir haben. Und deswegen ist es praktisch. Und oft kommen Leute, die wollen dann darüber streiten, ob das wahr ist oder nicht. Oder ob ein anderes Modell wahr ist oder nicht. Oder wahrer. Also ich kann da gar nicht drüber streiten, weil ich immer sage, wer heilt, hat recht. Also das gilt für einen Organisationsberater genauso wie für einen Ingenieur, genauso wie für irgendwas. Und wenn du es mit Experimenten beweisen kannst, dann bist du sogar wissenschaftlich. So würde ich das jetzt interpretieren, was ich da zu erzählen habe. Und los geht's. Also was ist denn überhaupt kompliziert? Und was ist denn überhaupt die Abgrenzung zu komplex? Damit versuche ich mal anzufangen. Vor 2000 Jahren ist die Philosophie auf die Idee gekommen, dass es kausale Zusammenhänge gibt, dass es also eindeutige Zusammenhänge zwischen einer Ursache und einer Wirkung gibt. Gleiche Ursache, gleiche Wirkung. Und die Philosophie hat die Logik entdeckt, Schlussfolgerungen. Und dann hat es ein paar hundert Jahre gedauert. Und dann hat man das aber zum Beispiel für Kriege eingesetzt, diese Erkenntnisse. Und das hat super funktioniert. Im Grund sind ja über die Jahrhunderte, naja, die Technologiefortschritte, die waren die entscheidenden Durchbrüche irgendwie beim Überlegen sein. Also Technologie hat sich sehr bewährt. Und man könnte sagen, in den letzten 100 Jahren noch viel mehr. Also wie fliegt man zum Mond? Wie baut man einen CD-Player? Wie steigert man die in der Landwirtschaft, die Erträge um Faktor 100? Da kann man jetzt auch sehr kritisch drüber denken. Aber als Ingenieur wird man sagen, naja, mit Ingenieurswissenschaften, mit Physik, mit Mathematik und so weiter und so weiter. Wir verstehen die Zusammenhänge zwischen den Ursachen und den Wirkungen und wir können Systeme so gestalten, dass wir wissen, was passiert und wir können das für uns nutzen. Und das ist großartig. Naja. Und es stimmt. Das stimmt, zweifelsohne. Aber wenn du jetzt mit der Geisteshaltung eine Organisation anfängst zu gestalten, dann hat das Nebenwirkungen. Und das sehen wir ganz oft. Und da bewegt sich sozusagen dieses Denkmodell der Beteiligten, das bewegt sich immer wieder zurück in diese Gewohnheit, nämlich da muss es Wirkungen geben und da muss es Ursachen geben. Und wenn wir die Ursachen herstellen, fangen wir uns die Wirkungen ein, und zwar zielgerichtet. Und da will ich jetzt mal ein Fragezeichen hinmachen und mal drüber nachdenken mit euch, was man da noch so drüber wissen kann. Und ich fange mal an mit ein bisschen Theorie. Also, was macht eine Organisation so einen ganzen Tag von morgens bis arbeiten, von morgens bis abends? Naja, sie verursacht, Entschuldigung, sie verursacht vielleicht auch, aber sie löst Probleme.
Ein Problem in unserer Nomenklatur ist ein Ereignis oder ein Umstand, das man nicht schadfrei ignorieren kann. Mit anderen Worten, um ein Problem musst du dich kümmern, sonst hast du hinterher die Kacke am Dampfen. So, also in der Definition ist auch jeder Kundenauftrag ein Problem. Da muss man sich drum kümmern, sonst kriegt man Ärger. Wenn sich der Gesetzgeber irgendwas überlegt, was einen betrifft, da muss man sich drum kümmern, sonst kriegt man Ärger. Wenn der Wettbewerber ein geiles Produkt auf den Markt bringt, das kann man schlecht ignorieren, sonst kriegt man später viel Ärger in Form von sehr dezimierter Liquidität. Also Probleme sind Sachen, um die muss man sich kümmern. Wenn Probleme sich wiederholen, dann entsteht Routine. Also wenn man jeden Tag das gleiche Produkt baut, dann wird spätestens nach einem Jahr ein Trampelpfad im übertragenen Sinne durch die Organisation gehen und jeder weiß, wie man den geht. Jeder versteht, was er tun muss, jeder Handgriff sitzt, man spricht von eingespielten Zuständen, von eingespielten Teams. Und wenn diese Routine skaliert werden soll, weil andere Leute dazukommen sollen, die das auch tun sollen, dann schreibt man es auf und dann nennt man das Prozess. Und dann muss man sich einfach daran halten und dann klappt es. Und wenn irgendwo in der Wissenschaft was entdeckt wird, was man benutzen kann, dann nennt man das Methode. Das ist so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Da muss man sich einfach an die Regeln halten. Dann hat man am Schluss irgendwas, was funktioniert. Für einen Schwangerschaftstest muss, oder für einen Covid-Test muss man nicht Chemie studiert haben. Man muss das also nicht können, was man da tut. Man muss sich nur ans Rezept halten. Dann passt das Ergebnis. Und wenn man dann auch noch was über die Zukunft weiß, also wie sich Märkte entwickeln und so weiter und wie Dinge passieren könnten und sollten und müssten und die könnte man dann auch gestalten, dann macht man sogar Pläne und die klappen sogar. Das alles nennen wir Wissen. Wissen ist etwas, das kann man aufschreiben und Menschen unabhängig skalieren. Und das ist natürlich total geil, weil damit kannst du Leistungserstellung skalieren. Also das ist Taylorismus. So, das ist die Grundlage unseres Wohlstands. Die richtige Frage ist immer, jetzt ist hier irgendwas passiert und ich bin ein wenig verwirrt, aber ist nicht schlimm. Also da kamen jetzt gerade Folien hier auf dem Bildschirm. Wie dem aber auch sei, so ist es wieder besser. Wie dem aber auch sei, die richtige Frage, wenn du es mit so einem Problem zu tun hast, das nennen wir übrigens die blaue Seite der Welt, ist wie? Wie geht das? Und wir Ingenieure und die BWLer und die Physiker und die Mathematiker und so, die sind alle getrimmt auf die Frage, wie geht das? Wie kriegt man das hin? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das gestalten? Was muss man machen, damit das klappt? Denn wir können und dürfen in diesen Fällen Kausalität unterstellen. Und es ist so ein bisschen wie bei einer Uhr. Wenn dich deine Uhr überrascht, dann ist sie kaputt. Wenn mich meine Frau nicht mehr überrascht, dann ist sie vermutlich tot. Und das ist der Unterschied zwischen einem komplizierten und einem komplexen System. Ein komplexes System hat die inhärente Eigenschaft, dass es dich überrascht. Wenn ein kausales System dich überrascht, dann ist es entweder kaputt oder du hast es noch nicht kapiert. Das nennt man Dummheit. Also man kann Kausalität mit Wissen in den Griff kriegen. Komplexität nicht. Das ist der qualitative Unterschied. Und jetzt versuche ich mal, diese rechte Seite zu beschreiben. Wenn ein Problem daherkommt, das du in der Art noch nicht gehabt hast, aber du musst dich drum kümmern, also zum Beispiel, wenn dein Wettbewerber irgendwas auf den Markt bringt, wo du denkst, heieiei, wie haben die denn das gemacht? Oder wenn dein Kunde irgendwas von dir will nach Vertragsabschluss und weist dich darauf hin, dass das im Vertrag steht oder sowas, dann erlebst du gerade eine Überraschung. Eine Überraschung, auf eine Überraschung kann man sich nicht wirklich vorbereiten, sonst wäre es keine. Also es gibt ja Leute, die sagen, da muss man sich halt vorbereiten. Ja gut, dann ist es keine. Und das, was dann in der Regel abläuft, das nennen wir jetzt ganz trivial gesagt Projekt. Warum Projekt? Was ist der Unterschied zwischen Projekt und Prozess? Naja, im Prozess brauchst du Gehorsam. Im Projekt brauchst du Verantwortung und Entscheidungen. Die brauchst du im Prozess nicht. Im Prozess musst du dir Varianz abgewöhnen. Im Projekt brauchst du sie, sonst kommst du nicht ans Ziel. Der Gegenbegriff zur Methode
ist ein Werkzeug. Während du bei der Methode dich penibel an den Plan halten musst oder an die Vorschrift, ist ein Werkzeug irgendwas, mit dem musst du üben, zum Beispiel ein Hammer. Wenn du mit einem Werkzeug nicht geübt hast, zerschmetterst du das Werkstück. Also mit Excel musst du üben, sonst kannst du gar nichts. Das ist ein Werkzeug. Und wenn du wandern gehst, dann machst du dir keinen Plan über die Frage, wann ziehe ich welche Kleidung an. Du schaffst Optionen. Du nimmst einen Regenmantel mit, du nimmst irgendwie, was weiß ich, Sandalen mit, ich bin kein großer Wanderer. Aber jedenfalls, du schaffst dir Optionen, damit, wenn es passiert, dass du reagieren kannst. Und die sind teuer. Optionen sind teurer als gute Pläne. Weil du musst diesen Scheiß mittragen. Die kosten also was, Optionen. Aber wenn du in Komplexität lebst, brauchst du gelegentlich Optionen, die du vielleicht am Ende nie benutzt hast. Und jetzt gibt es eine Differenz, die ist aus unserer Sicht die wichtigste. Wenn du als Organisation mit Überraschungen konfrontiert bist, dann hast du in der Regel Menschen, die im Angesicht überraschender Probleme problemlösende Gefühle haben. Das nennt man dann Ideen und die Leute nennt man Könner oder Könnerinnen. So, und jetzt ist der entscheidende Unterschied zwischen Wissen und Können. Wissen kann man aufschreiben, so ähnlich wie technische Mechanik. Können ist wie das Gleichgewicht halten auf dem Fahrrad. Das kriegt man nur durch erfolgreiches Üben am Rande der Überforderung in seinen Körper rein. Ein guter Konstrukteur hat viel Wissen. Aber vor allem hat er Können und das kann er nicht aufschreiben. Wenn er versucht, das aufzuschreiben, schreibt er nur Scheißdreck auf. Das ist so ähnlich, wie wenn einer versucht aufzuschreiben, wie er mit einem Fahrrad einen Berg runterrast, also irgendwelche Downhill-Weltmeister. Wenn die aufschreiben sollen, was sie da tun, die sind vollkommen hilflos und schreiben nur trivialen Mist auf. Das ist übrigens das Problem von Wissensmanagement und von Könnern in Berufen, in denen Können eine Rolle spielt. Die entscheidende Frage, die sich Höchstleistungsorganisationen stellen, wenn sie mit so einem Phänomen konfrontiert sind, ist nicht, wie geht das? Sie stellen die Frage, wer kann das? Wer kann das? Wer kann das wem beibringen? Wer kann das mit wem lösen, dieses Problem? Die Frage ist also, wer? Und ich habe es vorher schon angedeutet, meistens hast du es auf der Seite mit Phänomenen zu tun, die sind eben nicht kausal oder von Kausalität gezeichnet, sondern von Kontingenz. Der Aristoteles hat es einst beschrieben als, es ist nicht klar, was passiert und es kann vieles passieren. Es ist nicht notwendig, aber möglich. Und man könnte sagen, das ist, also man kann sich, ich erkläre mir das immer mit einem Hund. Wenn du versuchst, also ich bin kein Hundehasser, aber wenn du einen Hund trittst oder versuchst, ihn zu treten, dann weißt du vorher nicht, was passiert. Pfinst er und rennt weg, beißt er dir in den Fuß längst bevor du ihn berührt hast, springt er dich an, rennt er zu seinem Herrle. Also man weiß nicht, was da passieren wird. Und da gibt es ein Verhaltensspektrum, da ist vieles möglich, aber nichts notwendig. Du kannst das vorher nicht sagen. Also du hast quasi mit einer Blackbox zu tun, die in einem breiten Verhaltensspektrum antworten kann. Und eine Organisation ist typischerweise so ein komplexes Ding und reagiert irgendwie. Also der Gegenbegriff zu kompliziert ist komplex. So, und damit wir uns die Sprache ein bisschen einfacher machen, nennen wir diesen Teil der Welt den Roten. Also der Rote, der ist nicht mechanisierbar, nicht automatisierbar. Der ist nicht standardisierbar und der reagiert immer wieder auf eine Art und Weise, wo man denkt, boah, was war denn das jetzt? Der ist überraschend. Und diese Überraschungen, die sind in vielen Firmen überlebensnotwendig, um auf Überraschungen von außen zu reagieren. Und der Teil hier, das ist der Teil, der geregelt ist, wo man also weiß, wenn das passiert, wird das passieren. Alles ist gut. Wir haben alles unter Kontrolle sozusagen. Kompliziert, komplex, blau, rot. Kaufe, bin ich so in der Zeit?
So, und um das ein bisschen tiefer zu machen, weil sozusagen diese Differenz zwischen komplex und kompliziert, die hat ein paar Implikationen und die will ich mal kurz aufführen, weil das für die Arbeit an Organisationen essentiell ist. Komplizierte Systeme sind gekennzeichnet von Kausalität, komplexe von Kontingenz, habe ich gerade gesagt. Man weiß nicht, was passiert, eine Ursache, klare Wirkung. Ein kompliziertes System, wie zum Beispiel eine Uhr, ist verstehbar in seinen Details. Ein komplexes System ist in der Regel nur verstehbar in seinen Mustern. Also was weiß ich, das Wetter hat ein Muster, so über die Jahreszeiten hinweg. Eine Organisation hat Muster, eine Paarbeziehung hat Muster. Aber im Detail weißt du im Leben nicht, was in 3 Wochen passiert. Und das Verhaltens, also das Spektrum, was da alles passiert sein könnte, ist riesengroß. Das heißt, ein kompliziertes System ist in der Regel vorhersehbar. Wenn es das nicht ist, ist es eigentlich kaputt, dann ist es nämlich kompliziert. Also ein Doppelpendel ist in dem Sinn auch kein wirklich kompliziertes System. Da die Chaostheorie beschreibt so ein paar Grenzsysteme. Also ein komplexes System ist in der Regel auch erklärbar, aber immer erst, wenn Phänomene passieren, die man als Emergenzphänomene bezeichnen könnte, dann ist es rückwärts erklärbar. Ein paar Beispiele. Irgendwelche Crashs am Aktienmarkt. In der Nachschau immer logisch, in der Vorherschau praktisch nicht vorhersehbar. Phänomene in der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel, dass Pair-Programming sich rentiert und lohnt und gut ist. Im Nachhinein sagen alle, ja, eigentlich war das klar, dass das gut ist. Im Vorhinein war das nicht prognostizierbar. Höchstleistungsinseln in Organisationen, also Klicken von Menschen, die gemeinsam Höchstleistung zustande kriegen, zum Beispiel in Innovationsumgebungen. Warum die funktionieren, ist hinterher immer erklärbar, aber nicht gestaltbar. Und das heißt, komplizierte Systeme sind baubar, um das mal so trivial zu sagen. Also eine Brücke. Da kannst du da Gedanken drüber machen, die kannst du verstehen. Tragwerkslehre, technische Mechanik und Schwingungslehre. Und dann verstehst du ziemlich genau, was da passiert. Auf jeden Fall das, auf was es ankommt. Und dann kannst du ein Kausalmodell machen und dann ist die baubar. Ein iPhone, ein Variantenkonfigurator. Aber am Variantenkonfigurator kann man jetzt eine Sache schön erklären. Der eine oder andere wird wissen, von was ich rede. Der Variantenkonfigurator als solcher ist kompliziert, aber ob der Markt, der Kunde und der Wettbewerber wie auf diese Varianten reagiert, das ist wieder ein komplexes Phänomen. Und komplexe Phänomene sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass sie in Koevolution mit einer Umgebung entstehen. Also der Hund und sein Halter, die koevolutionieren einander. Die Gazellen und die Löwen leben in Koevolution. Wenn man den Gazellen eine Weile die Löwen wegnimmt oder umgekehrt, also wenn man Zaun dazwischen baut, dann retardieren sie beide. Die haben eine Koevolution. Die Wertschöpfung und das Management leben in Koevolution in einer Organisation. Die irritieren sich gegenseitig und üben Anpassungsdruck aufeinander aus. Man weiß aber nicht, was passiert auf der anderen Seite. Firma, Kunde, Wettbewerber, also logisch, in Märkten gibt es einen Koevolutionsdruck, also es gibt einen Evolutionsdruck. Und auch da weiß man vorher nicht, wenn man selber eine Innovation auf den Markt bringt, wie wird wohl der Wettbewerber reagieren, weil man ja nicht weiß, was der für eine Idee in 3 Monaten hat. Das weiß der ja selber noch nicht. Aber vielleicht hat er sie. Vielleicht aber auch nicht. Das heißt, da drüben haben wir sowas wie im Ringen mit den Zwängen entwickeln sich Eigenschaften. Und hier drüben haben wir können zielgerichtet gestalten. Dort drüben wissen wir nicht, was in einem Jahr ist. Hier drüben schon. Und das jetzt ist das Tolle. Deswegen ist das da einfach viel, viel geiler. Weil wir wissen, wenn man das macht, dann passiert das. Und hier muss man, wenn man ehrlich ist, sagen, ja, ganz ehrlich, ja, was weiß denn ich? Aber wir müssen ja was machen. Jetzt machen wir das mal und dann werden wir schon sehen, was passiert. Auf jeden Fall könnte die Richtung die richtige sein. Und dann sagt ein Manager, was?
Zeig mir mal einen Plan, zeig mir mal einen Businessplan, zeig mir mal ein Vorgehensmodell. Ich will, dass das rauskommt. Und dann müsste ich jetzt sagen, aha, du willst also, dass in einer Koevolution etwas zielsicher rauskommt, da musst du dich jetzt mal mit Systemtheorie beschäftigen. Das geht, da wird der Schwab sagen. Also, das, und das ist aber unbeliebt. Das ist einfach unbeliebt. Und also meine, ich mag das ja auch nicht. Also ich bin ja ein Ingenieur. Ich habe ja auch mal irgendwann einen Computer programmiert. Da weißt du, wenn du das tust, dann passiert halt das. Und wenn du die Formeln benutzt, dann kannst du das ausrechnen. Und da kommen Zahlen raus und dann weißt du, was passiert. Das ist tatsächlich geiler. Aber das ist Organisationsrealität. So, und also das bedeutet halt jetzt zum Beispiel, wenn du sowas hast, das kannst du ausschalten, einschalten und dann geht's wieder. Also du kannst es von vorne starten und damit mit klaren Anfangsbedingungen beobachten. Geht auf der Seite. Geht auf der Seite nicht. Wenn du ein Lebewesen von vorne starten willst, dann müsstest du es, oder eine Organisation, also da wäre irgendwie zwischendrin tot, da streiten sich jetzt die Philosophen noch, ob das hinterher dann überhaupt das Gleiche wäre, wenn es die gleichen Atome wären. Mal abgesehen von philosophischen Problemen, du hast in der Realität eine Pfadabhängigkeit. Du kannst also nicht erwarten, dass wenn du in zwei Organisationen dasselbe tust, dass dasselbe passiert. Das ist eine totale Illusion. Was man aber sagen kann, und das ist vielleicht jetzt zum Schluss nochmal so die, also für mich war das eine echte Erkenntnis, während komplizierte Systeme sowohl destruktiv als auch konstruktiv kausal sind. Ich kann also was bauen und dann klappt's, oder ich kann es kaputt hauen, dann geht's nicht mehr. Beides kann ich kausal herbeiführen. Kannst du auf der Seite nur destruktiv kausal wirken? Du kannst also ziemlich sicher sagen, wenn ich mir eine Kugel in den Kopf schieße, dann ist meine Existenz zu Ende. Das meine ich mit destruktiv kausal. Da tue ich was und dann passiert was. Ich kann mich aber nicht zwingen, dass ich irgendeinen auf der Straße anspreche und der wird mein Freund. Ich kann Freundschaft oder Team Spirit oder Höchstleistung nicht kausal herstellen. Und das ist für Ingenieure und für Manager und für BWLer echt, echt schwer zu nehmen. Weil, ja, wie denn dann? Was meine ich denn dann? Das war jetzt knapp über 3 Minuten. Und es gibt jetzt eine Erkenntnis, die, ja, die ist vielleicht so 20 Jahre alt. Nee, das, was der Opa Ashby schon wusste, habe ich es mal genannt. Also der Ashby, wann war denn der? Ist in 50er Jahren oder in 60er Jahren. Der hat ja irgendwann mal als der Vorläufer der Regelungstechnik sozusagen, Kybernetiker, der hat ja irgendwann mal beschrieben, dass ein System mit der Umgebung nur zu Rande kommt, wenn die Binnenkomplexität dieses Systems, also die Fähigkeit zu reagieren und die Fähigkeit, viele Zustände einzunehmen, so könnte man das beschreiben, wenn die Binnenkomplexität so groß ist, also mindestens so groß ist, wie die zu bewältigende Außenkomplexität. Also du musst ja nie mit der ganzen Komplexität der Welt umgehen, sonst müsstest du die Welt sein. Aber du hast einen Ausschnitt an Komplexität, mit der musst du irgendwie zurande kommen, sonst gehst du zugrunde. Und das schaffst du genau dann, wenn du innen ein adäquates Maß an Komplexität hast. So, und jetzt kommt aber der springende Punkt. Typisches BWL-Denken, typisches Manager-Denken und meine These ist auch ein Stück weit typisches Ingenieursdenken ist, naja, wenn wir klarer beschreiben, was wir brauchen, wenn wir klarer erklären, wie man arbeiten soll, wenn die Prozesse geklärter sind, wenn mehr Klarheit herrscht, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, wenn das alles klar ist, beschrieben, befolgt wird, dann funktioniert es ja gescheit. Aber das ist das Gegenteil von Komplexitätserhöhung. Das ist Komplexitätsreduktion. Das heißt, die Fähigkeit einer Organisation, auf Überraschungen von außen zu reagieren, nimmt ja ab, wenn ich ihr Verhaltensspektrum einschränke. Und man kann durchaus beobachten, dass es Firmen gibt,
die das sehr unterschiedlich machen. Da gibt es Bereiche, da schränken die das Verhaltensspektrum ein, also in der Fließmontage, in der Serie. Da brauchst du jetzt nicht jeden Tag einen Künstler, der seinen Namen tanzt, das ist mir schon klar. Aber je mehr du rüber rutscht in Richtung kontinuierliche Verbesserung, Innovation, irgendwie am Markt reagieren auf das, was da draußen passiert, desto mehr musst du die Anzahl der Optionen, die zur Verfügung stehen, erhöhen. Also unkonventionelles Handeln ermöglichen. Das heißt, wir brauchen in vielen Fällen bei Firmen heute eigentlich eher mehr Freiheitsgrade statt weniger. Unser kausales Weltmodell legt uns aber nahe, dass wir präziser beschreiben, wie es geht. Und das reduziert die Freiheitsgrade der Beteiligten. Nebenbei bemerkt, selbst wenn die wollen, dass es genau beschrieben ist, weil viele sagen, ich komme mit dieser Welt nicht mehr zurecht, sag mal, was ich tun soll. Hilft ja alles nichts. Wir brauchen trotzdem eine höhere Komplexität. Denkfigur. Wenn eine Organisation wächst und wenn sie irgendwie Erfolg hat, sodass das mehr als nur 50 Leute sind, und das sind ja sehr, sehr viele mittelständische Organisationen, dann zerfällt sie, ob sie will oder nicht, in etwas, das nennen wir Zentrum und Peripherie. Die Peripherie sind die Funktionen, die sich um den Alltag kümmern, um die Wertschöpfung, also um die Zwänge, die aus dem unmittelbaren Markt kommen. Heute muss irgendwie das Ding fertig werden. Heute muss die Lieferung raus. Heute müssen die 1000 Stück fertig werden. Heute muss es fertig werden. Oder nächste Woche. Die Peripherie ist also getrieben von den Zwängen des unmittelbaren Marktes. Das Zentrum kriegt ganz andere Zwänge ab. Das Zentrum einer Organisation ist getrieben von den Zwängen der Eigentümer. Deren Zwang ist Überleben, also Ertrag machen, auch in 2 Jahren. Das heißt, das Zentrum hat immer Interesse an der Zukunft, 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 und damit wollen die eigentlich immer Instabilität. Die sagen immer, da muss ich das ändern und das ändern und das ändern. Und die Peripherie sagt immer, Jesus, Maria und Josef, jetzt lasst doch mal, wie es ist, jetzt funktioniert es gerade einigermaßen. Also die haben ja Interesse daran, dass sie ihre Wertschöpfung organisiert kriegen. Die haben Interesse daran, dass die Wertschöpfung sich ändert und besser wird. Dieser Konflikt ist also keineswegs der Doofheit der Menschen geschuldet, sondern der ist systemimmanent und gut. Den gibt es in jeder guten Organisation. Wenn dieser Konflikt tabuisiert wird, dann ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Aber, auf was ich eigentlich raus will, ist, wenn jetzt die Dynamik, also die Komplexität in der Umgebung zunimmt und es kommen immer mehr Überraschungen und sogar die Wertschöpfung ist verschmutzt durch Überraschungen. In einem Innovationsprozess ist das ja sowieso so. Du weißt ja vorher nicht, was da rauskommen soll und was da alles für Hindernisse in den Weg stolpern. Wenn die Anzahl der Überraschungen zunimmt, dann kann das Zentrum, das in der Regel hierarchisch übergeordnet ist, das kann gar nicht mehr schnell genug und präzise genug Antworten liefern, um diese Probleme zu lösen. Was dann passiert ist, dass das Zentrum halt einfach selber anfängt, Entscheidungen zu treffen. Ja, vielleicht heimlich, vielleicht da nicht. Aber jedenfalls, also ich höre das tatsächlich oft, die sagen, da kannst du ja fragen, wenn du willst, die geben dir ja keine Antwort. Das dauert ja eine Woche, und wenn sie dann eine Antwort geben, was soll ich damit anfangen, wenn ich das machen würde, was die mir sagen, es wird ja nicht funktionieren. Ja, dann mache ich es doch gleich selber und sag's niemand. Das heißt, die Peripherie fängt an, im Druck der Realität Entscheidungen zu treffen. Und das führt, das nennen wir operatives Können. Die fangen an zu lernen, wie sie damit umgehen. Das Brutale ist aber, sie können nicht erklären, warum sie das tun. Weil es einen hohen Könnensanteil hat. Und das ist jetzt ein ganz fieses Ding, weil das hassen Ingenieure wirklich. Wenn jemand gefragt wird, warum hast du das so gemacht? Und der sagt, ich kann es halt. Ein Könner kann dir aber, wenn er ehrlich ist, keine andere Antwort geben. Ansonsten lügt er dir das Blaue vom Himmel runter. Das ist ja dann noch schlimmer, weil man das ja merkt. Wenn das passiert, was ich da gerade beschrieben habe, und ich sehe das wirklich häufig, dass das passiert, dann gibt es eine weitere Eskalationsstufe. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Unternehmung geht's gut, dann ist alles Sutsche. Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Unternehmung gerät unter Druck.
Daneben, mitten im Zentrum, ist das Management. Das Management zerfällt in Führung und Steuerung. Ich fange mal mit Steuerung an. Wenn das Management beobachtet, dass es in der Peripherie zugeht, wie bei Hempels unterm Sofa, dann hat das Management einen berechtigten Kostenreduktionsverdacht, den man durch Ordnung irgendwie reparieren kann. Also da kann man was reparieren, wenn die endlich mal ordentlich arbeiten würden. Dann sagt das Zentrum, also die Mächtigen sagen, jetzt macht doch mal Prozesse und haltet euch dran. Dann machen die das. Denn das Zentrum hat ja Macht und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass gehorcht wird. Erstmal. Dann machen die also Prozesse und nach bestem Wissen und Gewissen und schreiben sich auf, was sie sich wünschen und so weiter. Und irgendwann kommt dann die Realität und führt allen Beteiligten vor Augen, dass das so, wie man es aufgeschrieben hat, nicht so ganz gut geht. Dann machen die wieder ein bisschen anders und dann sagen die, du, das hat halt diesmal nicht geklappt, das haben wir wieder anders gemacht. Und dann sagen die da, ja, jetzt habt ihr schon euer Prozess aufgeschrieben, jetzt haltet euch doch mal dran. Das führt irgendwann dazu, dass die Peripherie anfängt, Prozesstheater zu spielen. Das heißt, diese aufgeschriebenen Prozesse werden quasi wie ein Theaterstück für das Management aufgeführt, damit man in Ruhe schaffen kann. Weil wenn man jeden Tag sagen wird, übrigens, der Prozess ist kacke, ich habe mich schon wieder nicht dran gehalten, dann hätten wir jeden zweiten Tag ein Gespräch, das braucht kein Mensch. So, das ist jetzt ein bisschen holzschnittartig, ich gebe es zu. Aber das Problem ist, dass es gerade im größeren Mittelstand gibt dieses Phänomen unserer Beobachtung nach so oder so ähnlich wirklich. Das heißt, das Management sagt immer mehr, benutzt seine Macht und sagt, mach doch Prozesse, mach doch Prozesse, mach doch Prozesse. Das führt oft so weit, dass die Könner, wenn du mit ihnen redest, die sind verzweifelt. Also ich habe da tatsächlich mit Leuten gesprochen, die haben geweint, weil sie sagten, ich weiß gar nicht, wo das noch alles enden soll. Das ist totaler Irrsinn, was sich hier abspielt. Die glauben, sie könnten uns irgendwie zwingen, uns an irgendwas zu halten, aber wir merken jedes Mal, das geht einfach nicht. Wir kommen in Teufelsküche. Und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich gehorsam bin oder loyal zur Firma, aber dann bringe ich mich ja selber in Gefahr. Das nennen wir den Kollaps der Steuerung. Und jetzt gibt's ja aber ein Mittel. Also während das hier Steuerung ist, was ich gerade beschrieben habe, du benutzt also Macht und kriegst oft versehentlich Gehorsam, und zwar aus einem einfachen Grund, weil du die operative Kompetenz, das operative Können, wirklich nicht mehr richtig verstehen kannst. Du müsstest also statt Fremdorganisation eigentlich Selbstorganisation benutzen. Du müsstest quasi akzeptieren, dass du keinen Wissensvorsprung hast. Du müsstest akzeptieren, dass Prozesse nicht unbedingt die Lösung sind. Teilweise ja, aber teilweise nein. Also für die roten Probleme auf jeden Fall nicht. Und jetzt gibt es einen Mechanismus, den nennen wir Führung. Das ist ein sehr spezieller Führungsbegriff. Führung ist für uns immer unterhierarchisch. Das heißt, jemand, der führt, der hat Ansehen, der lädt Probleme mit Bedeutung für die anderen auf und er kriegt deswegen freiwillige Gefolgschaft. Und die Kopplung zwischen Management und Peripherie, die geschieht nicht über Macht, da ist dann irgendwann kein Nein mehr erlaubt, sondern sie geschieht über Widerständigkeit. Und Widerständigkeit heißt, das ist kein Widerstand, Widerstand passiert aus persönlichen Gründen, Widerständigkeit passiert aus sachlichen Gründen. Da sagen also dann welche in der Peripherie, hey, du hast eine Idee, aber guck mal, das geht so, ne, das müssen wir ganz anders machen. Das heißt, wenn du anfängst zu führen, dann benutzt du das Können der Peripherie, um Verbesserung und Problemlösung zu machen. Du trennst sozusagen Denken und Handeln nicht mehr, sondern du integrierst es und du benutzt die Fähigkeiten der Organisation. So, und das ist jetzt, naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Theorie, aber für uns ist das wirklich ganz praktisch. Weil die Frage ist immer, wie kommt eine Organisation aus diesem Scheißmuster raus, dass sie in diesen Teufelskreis reingerät, also in diesen Kollaps der Steuerung. Weil da einfach relativ viele drin hängen. Partiell, nicht in der ganzen Firma, aber partiell. Und für uns ist eigentlich immer die Frage, für was benutzt eine Organisation eigentlich Macht? Also erstmal, was ist überhaupt Macht? Macht ist ja nichts anderes als eine Kopplung
so dass eine Seite der anderen sehr viel mehr schaden kann als umgekehrt. Also es ist eine asymmetrische Beziehung, in der Gehorsam wahrscheinlich ist. Und das bedeutet noch nicht mal, dass der Mächtige wirklich schädlich wäre. Es ist ja eine Zuschreibung. Also die anderen lassen das ja irgendwie mit sich machen. Wir sagen ja auch immer, unterlassene Widerständigkeit ist passive Sabotage. Also wenn ein Mächtiger was Schwachsinniges anordnet, dann musst du dich wehren. Alles andere ist eigentlich illoyal deiner Organisation gegenüber. Aber das ist in manchen Organisationen halt gar nicht so leicht. Das heißt, man muss eigentlich Strukturen zur Verfügung stellen, dass Widerständigkeit leicht wird. Das ist aber auch nicht jedem Mächtigen gegeben, diese Strukturen zur Verfügung zu stellen. Aber auf was ich raus will, ist, in fast allen Organisationen, wenn sie klein sind, hast du sehr enge soziale Verbindungen. Das nennen wir Vertrautheit. Du weißt, mit wem was geht und wenn weglassen musst, dass es klappt. Und dann kannst du, wenn du diese Netzwerke hast, kannst du mit Überraschungen eigentlich ganz gut umgehen. Du kennst die Könner, du weißt, wen du brauchst, du kannst ad hoc Leute zusammenrufen, funktionsübergreifend, das geht alles gut. Und irgendwann, wenn du wächst, brauchst du Verständigung. Du musst dich also über Abläufe einigen, weil du nicht mehr darauf bauen kannst, dass jemand was tut, weil du ihn kennst. Es muss also irgendwie eine Art von Routineabläufen geben. Und na, das ist ja klar, wie Kloßbrühe, sonst kannst du keine Organisation mit 1000 Leuten bauen. Aber wenn eine Organisation größer wird, kriegen plötzlich Machtverhältnisse eine überproportionale Bedeutung, weil du auch nur noch so, und Macht ist ja wichtig, nur noch so kannst du eine Organisation fokussieren und Unbequemes durchsetzen. Du könntest auch keine Durchbruchinnovation mehr machen, wenn du es nicht schaffen würdest, dass irgendjemand sagt, und da geben wir jetzt mal 10 Millionen Euro für aus oder 100 Millionen. Also du brauchst Macht, um solche Entscheidungen zu treffen. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Aber gleichzeitig ist die Frage, wenn du jetzt robuster werden willst und innovativer, ist es dann klug, wenn Macht sich operativ einmischt, wenn Macht mehr Regeln erlässt, wenn Macht mehr Detaileingriffe irgendwie durchführt und wenn Macht dazu führt, dass Leute tatsächlich in Gehorsam rutschen, weil Gehorsam ist ja das Gegenteil von Verantwortung. Du spürst ja Verantwortung dann, wenn jemand aufhört zu gehorchen, wenn er sagt, du, das meine ich, sonst kriegt man das Problem nicht gelöst und deine Meinung ist mir wichtig, aber das Problem ist wichtiger. Also du stellst ja eigentlich nur für mich die Randbedingungen zur Verfügung, dass ich das Problem lösen kann. Das ist der Grund, warum wir existieren. Wir lösen jeden Tag Probleme, wir gehorchen nicht. Also im Zweifelsfalle ist das Problem wichtiger. So, und jetzt könnte man sagen, wenn du also die Komplexität erhöhen willst statt reduzieren, dann musst du als Mächtiger deine Macht dazu benutzen, Vernetzung zu stiften, Freiheitsgrade erhöhen, Kommunikationsräume stiften, Schutzräume stiften, dass Leute also was tun können, ohne dass sie vom Immunsystem der Organisation abgewürgt werden. Dann passiert Komplexitätserhöhung. Und das tust du natürlich längst nicht in der ganzen Firma. Das ist ja logisch. Und auch wieder klar wie Kloßbrühe. Du würdest ja nie in einer fließenden Serienmontage sagen, übrigens, jetzt darf jeder morgens kommen, wann er will. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber an den Stellen, wo du den Optionsraum der Handlungsfähigkeiten erhöhen willst, musst du eigentlich sowas tun. Und hier drüben ist die Frage oder die Aussage und der Wunsch, es ist klar, was passiert. Und hier, wenn du als Mächtiger so handelst, dann müsstest du eigentlich sagen, mal sehen, wie die das Problem diesmal lösen. Aber die werden das schon irgendwie schaffen. Wir wissen aber noch nicht, wie. Also. Und ich glaube, das ist Teil des Problems, dass diese Form von Ungewissheit ist Teil des Problems, dass Führungskräfte so handeln. Hey, wir sind bei der letzten Folie. Wie sieht's aus? Was heißt denn das? Heißt das, mach weiter oder lass stecken oder? Aber, also gut. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, was heißt das alles fürs Management, für eine Führungskraft? Wie könnte man jetzt da anders damit umgehen? Also haben wir jetzt was gelernt? Oder war das jetzt einfach nur ein schöner Vortrag? Was wir über viele, viele Jahre gelernt haben, geht ungefähr so. Wenn es stimmt, dass die Peripherie und das Management in Koevolution leben,
dass die sich also gegenseitig irritieren und aneinander anpassen. Dann ist die sicherste Methode, wie du deine Organisation verändern kannst langfristig, wenn du die Managementpraktiken veränderst, denn dann passen sich die anderen dran an. Also dieser Evolutionsdruck, der wird ja üblicherweise so gedacht. Also wir als Management sorgen jetzt dafür, dass die anderen ihre Arbeit anders machen, weil wir glauben, dass wir dann wettbewerbsfähiger werden. Das übersieht aber die Tatsache, dass wenn die Managementmuster gleich bleiben, dass es meistens eine Retardierung gibt nach 1-2 Jahren. Das heißt, das fällt alles wieder zurück. Wenn das Management sich nicht verändert, verändert sich das andere auch nicht, weil die sich gegenseitig stabilisieren. So, also so viel zum Thema Systemtheorie. Und wie könnte man das jetzt machen praktisch? Und was wir nennen das Kerntransformation. Also dieser Kern einer Organisation, wie kann der sich eigentlich transformieren und wie kann man neue Praktiken entdecken? Was könnte man da jetzt tun? Und was wir typischerweise machen, und jetzt wirklich in ganz, 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 ganz kurz. Erstens, fang niemals an mit der Frage, wie wollen wir arbeiten? Sondern fang immer, immer, immer an mit der Frage, was zur Hölle ist eigentlich das zu lösende Problem? Warum wollen wir überhaupt irgendwas verändern? Warum müssen wir was tun? Was da draußen ist eine große Chance oder eine Herausforderung? Und die haben wir uns nicht selber gesetzt, die ist einfach da. Also wenn ein Wettbewerber was Tolles tut, dann kannst du nicht sagen, das ist mir egal. Das ist eine Herausforderung, die ist einfach da. Und wenn klar ist, was die Herausforderung ist, das können auch zu lange Lieferfristen sein. Das kann irgendwie eine zu katastrophale Innovationsperformance sein, was auch immer das sein mag. Es geht darum, das hinzukriegen. Und wenn du jetzt sagst, und übrigens, wir wissen, wie das geht, wir müssen Lean und Excellence und Pipapo und Agile machen, da würde ich immer sagen, oh, Vorsicht, Ideologieverdacht. Also zu glauben, dass eine Organisation besser wird, nur weil sie einer Methodik folgt, das halte ich für echt für Scharlatanerie. Das heißt, die Frage nach dem Wie, die musst du entdecken und suchen. Und du musst verstehen, warum sind wir denn in diesem Ist-Zustand überhaupt? Also warum sind wir da? Was machen wir im Management, was die Organisation hier stabilisiert? Vielleicht sind wir in einem Teufelskreis, vielleicht versuchen wir, was besser zu machen und stabilisieren damit den Status quo, den wir nicht leiden können. Also wenn du da im Kopf einen Schritt weiterkommst und sagst, ah, wir verstehen, da gibt es 4, 5, 6 Managementpraktiken, die halten die Organisation in dem Zustand, in dem wir sie jetzt vorfinden. Und dann fängst du an, ich habe hier symbolische Tat und Strukturentscheidung hingeschrieben. Wir nennen das Praktikenputz. Das Management fängt an und sagt, okay, wir fangen mal mit dem an, was wir tun. Wir fangen nicht mit euch an, wir fangen mit dem an, was wir tun. Denn wenn wir was anders machen, dann wird es euch leichter fallen, was anders zu machen. Und dann fängst du an und machst organisatorische Lernsprints, so würden wir das bezeichnen. Also, du sagst nicht, wir wissen, wie es geht, sondern du sagst, wir haben 15 Ideen und die Leute haben Ideen und die Leute haben Ideen. Jetzt holen wir die mal alle zusammen und wir designen gemeinsam Experimente. Wir überlegen, was ist denn das Problem, was wir lösen wollen. Wir haben dann ein paar Teilfacetten von diesem Problem oder ein paar Teilfacetten von dieser Riesenchance. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, boah, das könnten wir schaffen. Wir hätten eine Idee, das wird man probieren. Und dann organisieren wir 3 Monatsabschnitte, wo Sachen konkret ausprobiert werden, mit Leuten, die konkret mitmachen wollen und sogar freiwillig. Und wir organisieren nicht Mächtige, die sagen, so wird's gemacht, sondern wir organisieren sozusagen eine freiwillige Kopplung zwischen Experiment und denen, die mitmachen. Und dann hast du nach jedem Sprint, nach allen 3 Monaten, wieder Leute, die sagen, oh, wir haben was gelernt. Das hat funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Während wir das gemacht haben, sind wir auf eine ganz neue Idee gekommen. Das könnte so und so gehen, aber das müssen wir jetzt im nächsten Sprint ausprobieren. Das heißt, die Idee ist, eine Veränderung nicht kausal zu denken, sondern in Koevolution, in Lernzyklen, in Anpassungsdruck, in gegenseitige Irritation, in Inspiration auf dem Weg, in zufällige Ideen, die in 3 Monaten entstehen, die wir jetzt noch nicht haben.
Also die Idee ist gerade nicht zu denken, dass man wüsst, wo genau man ankommt. Man kann sich eine grobe Idee machen, aber je präziser man den Weg beschreibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade in der alten Scheiße landet, aus der man raus will. Nämlich, wir planen das ganz genau und organisieren, dass alle sich daran halten. Und zack, hast du eine Havarie, du kommst aus der Nummer nicht raus. So, und jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Also, das ist, wenn man so will, ein Plädoyer für Führung, für eine andere Form von Machtnutzung und für Experimentieren mit Gehirn. Also Hypothesen bilden, schnell ausprobieren. Und zwar nicht nur, wie baut man eine Maschine oder wie macht man eine technische Lösung, sondern wie könnten organisatorische Veränderungen funktionieren? Und meine Erfahrung ist, dass Leute da viel leichter mitmachen, weil sie verstehen, ich soll nicht überwältigt werden, sondern wir wollen gemeinsam lernen, wie es gehen könnte. Und wenn es geht, dann mache ich ja gern mit. Nur wenn es schlechter geht als vorher, das finden ja alle zum Kotzen und das passiert halt leider so oft. Und insofern bin ich schon fertig. Entschuldigung für den Überzug. Aber vielen Dank für die Geduld und ich habe gesehen, ihr stand viel im Chat. Insofern danke für die Fragen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe da gerade gelesen, es tut mir leid, ich muss es sagen, kann es sein, dass Benno Löffler irgendwie, wenn er lacht, an Stefan Raab erinnert? Vor, ja, es ist bestimmt 15 Jahre her, war ich mal in Österreich im Skiurlaub. Da war das noch viel krasser, da sind tatsächlich Horden von Leuten an uns vorbeigelaufen, die haben alle so gezeigt. Also ich würde ja immer sagen, er sieht mir ähnlich, aber das stimmt unbedingt. Ich habe aber schönere Zähne. Ja, komplizierte Systeme erscheinen komplex, aber, also ich sagte ja vorher, das nennt man Dummheit. Also das ist fehlendes, relevantes Wissen, um mit Kompliziertheit umzugehen. Und ich meine das nicht mal geringschätzig, ich meine nur, alles ist furchtbar überraschend, wenn du nichts weißt. Genau, aber ich habe einen Hinweis. Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass im täglichen Sprachgebrauch komplex eine Metapher ist für super, 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 super kompliziert. Und ich würde ja immer behaupten, Vorsicht, Falle, das mag praktisch sogar stimmen, aber komplexe Systeme sind ihrem Wesen nach nicht vorhersehbar. Du kannst einfach mit noch so viel Wissensaufbau nicht dafür sorgen, dass du weißt, was passiert. Und Organisationen und Menschen und Märkte und Wetter und was weiß ich, die sind halt so. Genau. Statement, weil du eben gerade schon Lachen hier angefangen hast. Ne? Also, ein Statement ist hier: Benno Löffler for President. Jedenfalls hört er sich gut an. Und ich glaube, das muss man einfach mal bewegen können. Ja, wir wollen ja auch nicht anders sagen als sonst. Aber wir haben auch eine andere tolle Frage. Und das war halt hier:
waren Sie schon mal in einem Schwerelosigkeitssimulator? Hier ist die frühe Kausalität unmittelbar erfahrbar. Oh, da müsst ihr jetzt mal eine Weile drüber nachdenken, ob das wirklich ein nicht kausales System ist. Also die Antwort ist nein. Und ich wäre es gerne mal, also wenn jemand das zur Verfügung stellen könnte, würde ich das mal miterleben und vermutlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es, also es ist mit Sicherheit ein nicht kausales Phänomen, wenn Erbrochenes im Raum schwebt. Aber jetzt müssen wir das nicht ausführen. Die Karo wendet sich schon ab. Naja, ich bin noch nicht ganz dabei, weil die Frage ist, nur weil du jetzt in einem schwerelosen Raum bist, du bist natürlich orientierungslos aufgrund deiner fehlenden Alltagsgefühle. Aber das heißt noch lange nicht, dass das dich umgebende System akausal ist. Das heißt nur, dass du orientierungslos bist durch einen völlig neuen Reiz. Da fragte ja vorher jemand nach Vertrauen. Ja. Und das ist, also man könnte jetzt sagen, ich sage immer, die erogene Zone einer Organisation ist die Kultur. Weil das ist ein sich aufschaukelndes Phänomen. Und da will man ran, aber irgendwie ist es, Vorsicht, und da geniert man sich und so. Und Vertrauen oder Misstrauen ist ja Teil der Kulturerwartungen, die man in so einer Organisation vorfindet. Und die Frage ist, wenn Zentrum und Peripherie in Koevolution leben und sich gegenseitig nicht mehr verstehen, weil beide einen hohen Könnensanteil haben, das mal vorausgesetzt. Mal angenommen, du bist in einer Firma, in der das Management die Detailabläufe in irgendwelchen Abteilungen einfach nicht verstehen kann, weil da so viel Können drin ist. Dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Einen Vertrauensvorschuss gewähren bedeutet so zu handeln, als ob man vertraut, damit Vertrauen entstehen kann. Es gibt aber Organisationen, die einen Misstrauensvorschuss gewähren. Die handeln also strukturell so, als ob man allen misstrauen müsste. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem, dass du dich versuchst abzusichern, dass die keinen Scheiß machen können. Und das fühlt sich für die da behandelt werden, wie ein struktureller Misstrauensvorschuss an. Und dann entsteht Vertrauen auch gar nicht wirklich, weil du permanent das Gefühl hast, dass dir misstraut wird. So, und in Organisationen, die das cleverer machen, da handeln die Mächtigen so, als könne man der Peripherie vertrauen. Obwohl sie im Einzelfall einmal was sehen, wo sie sagen, oh Gott, das gibt's doch gar nicht, ich dreh durch. Aber du kannst ja, also wenn du jetzt 100 Leute quasi misstraust wegen einem Arsch, um es mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, dann schadest du dir als Organisation eindeutig mehr, als du dir nützt. Also so würde ich das beschreiben. Und ob du jemand vertraust oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil du hast kein... Also du kannst nicht über dein Vertrauen verfügen, genauso wie du über deine Lieblingsfarbe nicht verfügen kannst oder über deine Wertvorstellungen. Die hast du, die fängst du dir ein wie eine Grippe. Wenn sie hast, dann hast sie mal. Also zum Beispiel könnte ich, wenn ich auf der Straße stehe und sehe, wie ein Kind geschlagen wird und jemand wird sagen, jetzt stell dir doch nicht so, oh, das ist doch nicht schlimm. Da könnt ihr nicht sagen, da verändere ich jetzt mal geschwind meine Werte, dann ist das für mich okay. Das kann ich nicht. Ich kann meine Werte nicht verändern. Das heißt, ich kann also jemandem, dem ich misstraue, nicht vertrauen. Das geht nicht. Ich kann aber als Organisation so handeln,
als ob Personen vertrauenswürdig wären, damit sie sich würdig erweisen können. Und das ist unserer Meinung nach der richtige Weg. Okay. Ja, wir haben jetzt immer mehr Fragen hier. Ich weiß nicht, Mario, wie wollen wir damit umgehen? Also wir haben jetzt ja jetzt schon ein bisschen überzogen und ich will ein paar machen, oder? Aber auch ein, zwei mindestens, um es auch einfach ein bisschen so ähnlich zu halten, wie wir es immer gemacht haben bisher. Also ich ziehe mir es hier immer, ja. Entschuldigung, ich... Ich habe auf jeden Fall wirklich Spaß an der Diskussion. Auch hier sind viele Informationen, auch die einfach nur so reinfliegen, so als Kommentar. Und ich glaube, jeder liest ja so ein bisschen mit, also du vielleicht auch, Benno. Ich habe hier nochmal eins. Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist gut. Kann man auch Funktionen mit einbauen? Was soll es tun? Was ist die Hauptfunktion des Systems? Unterhalten sich das Management und die Peripherie über die Funktionen? Das war jetzt ein bisschen länger. Ich brauche noch Erläuterung. Ich verstehe die Frage noch nicht. Entschuldigung. Ja, vielleicht einfach den Herrn von Fahrendorf nochmal noch mal ergänzen. Und wir nehmen aber dazwischen nochmal einen weiteren. Interdisziplinarität fördert sicher die Anzahl an Freiheitsgraden. Welche Bedeutung hat Interdisziplinarität in Unternehmen Ihrer Meinung nach? Man könnte sagen, unangenehmerweise eine immer höhere, weil du ja, also wir sind viel bei Maschinenbauern unterwegs, wir haben es viel mit Innovationsmilieus zu tun, also mit der Frage, wie kriegt man denn was in die Welt, wo ständig Überraschungen im Gange sind, wo man ständig irgendwie ein Gesamtsystem kapieren muss und zum Laufen bringen muss. Und ich meine, das ist ja spätestens seit dem Systems Engineering-Thema, was durch die Raumfahrt irgendwie hochkam, ja eigentlich klar wie Kloßbrühe. Wenn du es nicht schaffst, Disziplinen zu vernetzen, dann bleiben die Lösungen, die du zustande kriegst, hinter dem zurück, was deine Wettbewerber zustande kriegen. Wenn die da irgendwie eine sehr viel höhere Vernetzung zustande kriegen. Und was wir beobachten ist, in vielen Fällen, dass der Organisationsengpass, also da wächst eine Pyramide und die hat Erfolg und die wird größer, irgendwo klappert es da im Hintergrund. Ich schaffe es, Disziplinen zu vernetzen, unterschiedliche Disziplinen. Bin ich das? Also wenn die Pyramide... Willst du das sein? Bitte? Ja, alles gut. Wenn die Pyramide wächst und du immer größer wirst, dann hast du ja plötzlich das Phänomen, dass ganz viel Entscheidung und Kommunikation über die Führungsebene laufen muss. Die Führungsebene sind die Könner der Vergangenheit, die haben das Überblickswissen, die sitzen in Gremien und so weiter. Und ruckartig, das geht innerhalb von wenigen Jahren, ist das plötzlich der extreme Engpass deiner Organisation. Also das ist der Kreativitätsengpass, der Informationsflussengpass, der Entscheidungsengpass. Und du bist als Organisation nicht mehr weiter skalierbar. Und ich sehe jetzt einfach Organisationen, die es geschafft haben, diesen Engpass aufzulösen, die können quasi in Zellen weiter wachsen. Also die haben quasi strukturell einen Zellteilungsvorteil und die hängen nicht an diesem zentralen Knoten, der plötzlich der Engpass ist. Das wäre meine Einschätzung der zwei Dinge, die da relevant sind. Das weiß ich nicht. Das ist eine leider komplexe Angelegenheit, da ist wie die falsche Frage, weil das kausal nicht herstellbar ist. Aber was man, glaube ich, schon tun kann, ist, also vielleicht anders. Das wird oft moralisierend betrachtet. Also in vielen Firmen gibt es Leute, die sagen, unser Management verhält sich, das ist ja furchtbar und also die sind komisch und den Menschenbild ist schlimm und alles. Also die sind einfach roh. Und da steckt eine tiefe Wertung drin. Und die teile ich nicht, weil ich glaube, die Manager, die führen genauso viel Positives im Schilde wie alle anderen. Alle in einer Firma wollen, dass es der Firma gut geht. Und alle glauben, dass das, was sie tun, das Richtige ist.
Also es gibt ja nur wirklich, wirklich sehr wenige Psychopathen, die morgens sagen, heute mache ich mal so richtig, richtig Mist in der Firma. Ich kenne wirklich niemanden. Die Leute leiden, wenn es nicht klappt. Alle. Die Manager genauso wie die Leute irgendwie an der Drehbank. Und deswegen glaube ich, dass Erkenntnis eine wirklich gute Sache ist. Also was ich oft erlebt habe, wenn Manager erstmal dieses Sprachbild kompliziert, komplex, rot, blau, können, wissen, Zentrum, Peripherie, Führung, Steuerung. Wenn jemand diese sieben, acht Zusammenhänge in sein Bewusstsein reinkriegt, dann haben sie ihn heimgesucht. Also ich meine das wirklich, wie ich sage. Ich kenne da Leute, die haben irgendwie gesagt, ich konnte 2 Tage nicht schlafen, weil ich bemerkt habe, wir haben 10 Jahre lang etwas getan und jetzt habe ich verstanden, warum das nicht funktioniert hat. Also ich glaube, wenn du das schaffst, dann macht es irgendwie flupp und dann kann jemand tatsächlich ein anderes Verhaltensspektrum an den Tag legen. Also dann hast du eine positive Irritation hinbekommen. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du es halt nicht geschafft. Aber deswegen lohnt sich probieren. Also liegt eigentlich auf der Hand, Erkenntnis, und ich würde jetzt sagen, einem Ingenieur, also es gibt Fälle, wo, also die Literatur kennt Fälle von spirituellen Erfahrungen, aber darauf sollte man jetzt nicht hoffen, da ist Erkenntnis eindeutig leichter, würde ich sagen. Und ich wüsste da nicht, wie man eine spirituelle Erfahrung organisiert, kann ich nicht. Also, in kurz würde ich so sagen, sobald man es über die alten Muster von wir denken nach, sagen wie es geht und sagen euch, wie der Hase läuft, wenn man das tut, versehentlich, das macht ja eine Organisation versehentlich wegen ihrer Reflexe, dann ist es schon rum. Also dann kannst du aufhören. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, und du hast mich jetzt lieb. Und das werden wir jetzt mal sehen, ob das nicht klappt. Also da bist du schon in einem nicht mehr zu gewinnenden Eskalation der Mittel sozusagen. Dieses Umschalten auf Führung, ich nenne das manchmal professionelle Hilflosigkeit. Führung heißt ja nichts anderes, als dass du ein Problem zeigst und sagst, ich brauche eure Hilfe. Also ich habe zwar zwei, drei Ideen, aber was weißt du nie, ob das funktioniert. Und irgendjemand muss das jetzt ausprobieren. Und ich kann es nicht ausprobieren. Und wenn ihr es nicht wollt, dann bin ich verratzt. So, und diese zur Schau gestellte Hilflosigkeit und diese zur Schau gestellte Augenhöhe, du darfst Nein sagen, aber irgendwie müssen wir das Problem lösen und ich gebe nicht nach, ich will dieses Problem lösen. Und wie ist mir im Grund wurscht, ich brauche aber deine Hilfe. Und jetzt müssen wir da irgendwie drum ringen. Diese Haltung. Wenn die sich irgendwie in Realität übersetzen lässt, indem man sagt, wir überlegen jetzt mal, wir denken mal über uns als Management nach und machen diesen Praktikenputz und überlegen mal, was ist denn eigentlich heute das, wo wir Leute zu einem Scheiß zwingen, der allen auf die Nerven geht und ganz ehrlich, nicht wirklich was genützt hat die letzten 3 Jahre. Und wir machen mal eine symbolische Tat, die uns mehr kribbelt als die Beteiligten und wir machen solche 3 Monats Hypothesentests, Veränderungen, Sprints und probieren mal was an konkreten Fällen und wir versuchen zu lernen und wir versuchen Leuten einen Schutzraum zu geben und sagen, ihr dürft jetzt mal so ein Projekt ganz, ganz anders machen. Und ihr müsst nicht Scrum machen. Es geht nämlich nicht darum, dass man irgendwelche Methoden durchknüppelt. Also ich hab da manchmal das Gefühl, boah, da passiert ein Irrsinn. Da sagen die Leute, jetzt machen wir agil und dann wie vor 10 Jahren irgendeine andere Methodik, jetzt werden Teams gezwungen, Scrum zu machen, dann hängen sie halt Zettel an die Wand. Also ich glaube, du musst es ertragen als Führungskraft, dass die Leute machen, was sie für richtig halten, um ein Problem zu lösen. Aber du darfst nicht locker lassen, dass man das Problem anders lösen muss. Also das Problem muss weg.
Und in die Lernumgebung musst du alle irgendwie reinschmeißen durch das, was du als Führung zur Verfügung stellst. Und wir haben da eine, ich nenne es mal eine Blaupause mit einem roten Faden. Und es klappt nie. Also das klappt nie so, wie ich das vorher erklärt habe. Das ist immer irgendwie ein bisschen anders. Aber diese symbolische Tat ist aus meiner Sicht wichtig. Also ich mache vor aller Augen irgendwas. Ich habe mal einen Geschäftsführer gehabt, der hat sich entschuldigt für 5 Jahre Prozessmanagement. Der sagte, hey, also bei so einer Versammlung, die war vor 2 Jahren noch machbar, hey, ich habe euch jetzt 5 Jahre lang gequält mit etwas, was ich für richtig gehalten habe, und ich musste erkennen, dass das einer der großen Fehler der letzten 10 Jahre war. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, wir müssen das jetzt ändern. Und als allererstes schaffen wir jetzt mal das ab. Und da sind alle da gestanden und waren wie vom Donner gerührt. Und ich meine, also solche Elemente stecken in diesem Vorgehensmodell drin, weil ich habe eine Denkfigur weggelassen. Wir nennen das Kontextveränderung. Menschen verhalten sich in der Regel innerhalb eines Verhaltensspektrums, das durch die Umgebungsbedingungen festgelegt wird. Also wenn du Unternehmer bist und du kommst übermorgen nach Nordkorea, Nordkorea, ja, dann bist du halt wahrscheinlich kein Unternehmer mehr. Aber nicht, weil du keinen Bock hast oder nicht, weil du plötzlich ein anderer Mensch bist, sondern weil die Systemumgebungsbedingungen so anders sind, dass du dich anders verhalten musst, sonst überlebst du nicht. So, und das heißt, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was ist eigentlich mein Job als Manager und Führungskraft? Mein Job ist, die Umgebungsbedingungen so zu verändern, dass die Leute sich anfangen, freiwillig anders zu verhalten. Ich muss nicht sagen, die brauchen ein anderes Mindset, die brauchen mehr Engagement, die sind alle okay. Du als Manager hast die Verantwortung, die Randbedingungen so zu setzen, dass deine Organisation gescheit funktioniert und dass sie sozusagen im Druck der Koevolution das Richtige lernt. Und da musst du halt irgendwie anders drüber nachdenken, als wir machen das, dann passiert das. Ach übrigens, aber eine Sache muss ich noch loswerden, sorry. Weil du gerade sagtest, Denkwerkzeuge der Höchstleister. Mein Guru ist ja der Gerhard Wohland. Der hat sozusagen die funktionale Systemtheorie sozialer Systeme urbar gemacht, weil den Luhmann, den versteht ja keine Sau. Ist ja wirklich wahr, ist unlesbar, aber natürlich extrem hilfreich. Und ich beschreibe das immer so, wir sind alle Zwerge auf den Schultern von Giganten. Also das, was ich erzählt habe, ist natürlich nicht von mir, das ist alles von anderen Leuten. Aber ich bilde mal ein, mein Beitrag ist, ich kann es halt so erzählen, dass man es verstehen kann. Und insofern danke nochmal für das Feedback.